Hallihallo meine lieben Freunde und herzlich willkommen zu Resident Evil 2, dem Remake auf der PS4. Hier ist euer SpookyVF und ich habe ja auch schon die One-Shot-Demo mit euch gespielt. Jetzt wollte ich hier mal, bevor ich hier auswähle, wollte ich erstmal kurz auf die Optionen gehen und euch zeigen, dass er hier, das ist vielleicht nämlich ganz interessant, die Anzeige, da könnt ihr eure Ziel Vorrichtungsfarbe und den Laserpunkt könnt ihr auch ändern in was auch immer ihr wollt. Also, naja, nicht was auch immer ihr wollt. Es gibt eben beschränkte Mittel. Ich habe grün gewählt und dann wollen wir auch mal loslegen schon. Bevor sich das hier ausweitet. So, wir haben jetzt eben die zwei Charaktere zur Auswahl. Wir werden beide spielen und ich bringe dazu Versuche täglich einen LP zu Leon zu bringen und einen zu Claire. Ob das am Anfang direkt klappt, weiß ich noch nicht genau. Wir starten jetzt einfach mal mit Leon. Ist einer meiner Lieblingscharaktere aus der Resident Evil Reihe. Leon S. Kennedy nach tagelanger Funkstille von seiner neuen Stelle in Raccoon City fährt Leon S. Kennedy hin, um nachzusehen. Er ahnt nichts von dem Albtraum, der ihn erwartet. Leons Kampagne spielen, bestätigen. Wir haben assistiert. Dann haben wir eine Zielhilfe, teilweise Autoerholung der Gesundheit. Gegner sind etwas schwächer. Wir haben Standard und wir haben Veteran. Jedes Speichern erfordert ein Farbband, kein Autospeichern, stärkere Gegner. Wir spielen Veteran. Spielmodus Veteran braucht man zum Speichern Farbbänder. Außerdem wird nicht automatisch gespeichert. Ja, das ist Resident Evil, Leute. Das ist Resident Evil. Nix Autospeichern. Ich werde es noch bereuen, ich weiß. Nein, mal im Ernst, okay? Ich hab's mit eigenen Augen gesehen. Oh, ich glaub dir, Kumpel. Ich glaub dir. Erzähl uns die Geschichte. Erzähl sie. Okay, es war Freitagnacht. Ich ging von der Bar nach Hause. Da kam diese Frau auf mich zu. Sie torkelte, weißt du? Dachte mir also, sie ist betrunken. Wow. Wow, okay. Sag uns und sei ehrlich, wie viele Drinks hattest du in Tuss? Nein, Mann, ich war kaum angetrunken. Ach komm. Nein, hör mir zu, okay? Sie kam näher und ich schaute sie mir genauer an. Hättest ihre Augen sehen sollen. Ihre Nase, ihr ganzes Gesicht sah aus wie verwest. Sah aus wie eine Leiche. Wie eine wandelnde Leiche, Mann. Klingt nach meiner Frau. Ich hab sowas noch nie gesehen. Kann seit der Nacht nicht mehr schlafen. Okay, beruhig dich, Kumpel. Beruhig dich. Du, hey, du stark bleiben. Okay, gib dir drauf nicht Angst nachher. Ja, da hast du ganz recht. Wenn du vor diesen Dingern erstarrst, schlagen sie ihre Zähne in dich. Ich hab gesehen. Ach, komm schon. Wurde grad gut. Oh, ich sollte mal schlafen. Oh, Scheiße! Nein, nein, nein. Was soll ich tun? Was mache ich denn nur? Niemand da? Komisch. Ja? So. Wir dürfen, glaube ich, die Steuerung übernehmen. Jawohl, die Umgebung erkunden. Das ist was ganz Neues, dass wir hier
anfangen. So fing der ursprüngliche Teil 2 nicht an, aber es gibt ja auch wohl neue Inhalte. Also es gibt auch wohl neue Inhalte gegenüber den alten Resident Evil Teilen. Und ja, L3 können wir sprinten. Jetzt haben wir hier noch Start. Da können wir hier sogar Herausforderungen angucken. Gucken mal da. Figur Überlebende. Da sehen wir, schließen sie alle Herausforderungen ab. Kriegen wir verschiedene Sachen frei. Das gucken wir uns vielleicht später mal nochmal. Besiegen sie einen Gegner mit einem Messer. Figur Kampfmesser. Da kriegt man auch so Figuren, so Sammelfiguren. Das können wir später mal alles angucken, wenn wir das Spiel durchhaben oder so. Und gucken, was wir da alles so freigeschalten haben. Und ihr seht da oben auch die Zeit. 21 Sekunden, die aktuelle Spielzeit. Also man kann es auch pausieren. Ist für einen Speedrun vielleicht ganz gut. Und die Zeit läuft nicht weiter. Das ist schon mal schön. So. Aber so viel dazu. Gehen wir doch mal da rein. Hab gar keine Waffe. Dachte, der wäre ein Bulle. Ah, es wird jetzt ein erster Tag, glaub. Hat er wahrscheinlich die Dienstwaffe noch nicht. Hallo? Irgendjemand da? Taschenlampe haben wir wenigstens schon mal. Oh, hast du das auch schon gemerkt? Oh, ich höre schon was. Klingt nicht gut. Ich hoffe, die Kamerabewegung habe ich nicht so schnell. Der schwankt hier ziemlich schnell zum Teil rum. Ich versuche das mal erstmal auch in den Griff zu bekommen. Auf den Inventar kann ich auch noch nicht zugreifen. Also ich kann jetzt noch nichts machen, außer hier wirklich dem folgen, was mir das Spiel... Oh. Bleiben Sie da. Er zeigt hier rein. Ich komme zurück. Oh, fuck. Was ist denn hier los? Ja, die Kulisse ist cool. Officer, soll ich helfen? Zurückbleiben, zwar nicht näher. Oh nein! Pass doch auf, Mann! Oh. Was zum Teufel? Ach du Scheiße! Stopp! Ich schieße! Das ist nämlich mal ein gelungenen Anfang. Lass mich los! Ah, direkt Gefahr, jawohl. So muss das. Der ist aber schnell auf mich zugekommen. Scheiße. Ich weiß jetzt auch nicht, welche Gegner ich umlaufen kann. Und welche nicht. Und Muni haben wir auch nicht wirklich viel. Was haben wir denn hier? Ein Schlüssel. Sehr gut. Holen wir direkt mit. Wichtiges Objekt. Ja, Inventar öffnen. Mathilda haben wir hier. Ja, komm. Inventar öffnen, weg. So heißt Leons Waffe. Ja, jetzt wird der andere auch wach, ne? Klar. Oh, oh, shit. Ja, weil hier können wir den Schlüssel verwenden. Hey, ja, weiter. Mach. Hier, benutzen. Schneller. Raus hier. Ach du shit. Wow. Ey, ich muss hier rum. Fuck, fuck, fuck. Ich bin ja schon schwer verletzt, Mann. Lass mich hier raus. Nein. Wow. Lauf, 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 lauf. Nein. Ah, Claire. Cool. Hi. Hinter. Alles gut? Ja, denke schon. Danke. Dank mir später, wenn wir sicher sind. Oh, scheiße. Los jetzt! Rein da! Festhalten! Was zur Hölle geht hier vor? Keine Ahnung. Hoffentlich haben die mehr Infos auf der Polizeistation. Warte, du bist Cop? Ja, Leon Kennedy. Und du bist? Claire. Claire Redfield. Wohnst du hier? Nein. Ich suche meinen Bruder. Ist auch Cop. Tja, gut, dass wir uns getroffen haben. Ich weiß nicht, was noch auf uns zukommt.
an alle Einwohner. Aufgrund des stadtweiten Ausbruchs wird Ihnen empfohlen, in der Polizeistation von Raccoon City Zuflucht zu suchen. Lebens- und Arzneimittel werden Einbedürftigen kostenfrei zur Verfügung gestellt. Oh mein Gott, das kann nicht wahr sein. Die Polizeistation ist nicht mehr weit. Die werden mehr wissen. Ja, aber was, wenn wir die Einzigen sind? Wenn es keine Überlebenden... Nein, die Stadt ist groß. Da muss es doch welche geben. Sieht nicht so gut aus in Raccoon City. Wir müssen wohl zu Fuß gehen. Ach du Fuck. Wohl eher rennen. Ja, gute Idee. Ach du Schande! Leon, fahr rückwärts! Was zur... Scheiße. Claire, steig aus! Steig aus, jetzt! Ich kann nicht! Oh, jetzt sind wir erstmal wieder alleine, würde ich mal sagen. Oh, fuck, Alter. Claire! Claire, alles klar? Ja, mir geht's gut. Was ist mit dir? Ja, soweit alles okay. Geh schon weiter. Ich treffe dich bei der Station. Ich komm hin. Ja, und genau so in etwa hat auch Resi 2 eigentlich angefangen, früher. Achso, ich muss L3 gedrückt lassen zum Rennen, oder? Sehe ich das falsch? Kann ich hier irgendwo rüber oder vorbei? Nee, jetzt sieht's nicht so aus. Hier drüber? Geht auch nicht. Oh, oh. Da ist eine Seitengasse. Da müssen wir rein. Scheiße. Sind alle so. So, rennen wir erstmal an allem vorbei. Wir sind wieder gesund. Das ist natürlich gut. Wir haben auch noch den Schlüssel, den wir gefunden haben. Okay. Aber die Muni haben wir auch nicht mehr, ne? Ne, haben wir nur noch die 4 Schuss. Okay, müssen wir aufpassen. Aber wenn da wirklich jetzt so ist. Die Polizeistation. Dass jeder Biss uns auf Gefahr bringt, das ist schon stramm. Oh, da ist ein Zombie. Da ist ein Zombie. Wo ist denn die Polizeistation? Da hinten, RPD. Komm her. Ja, komm. Da musste man doch auch irgendwie durch den Busch. Bus meine ich, nicht durch den Busch. Die erste Folge wird ein bisschen länger, weil wir viel Videomaterial haben. Da müssen wir wohl irgendwie vorbei. Wir müssen die jetzt irgendwie pullen. Wir haben nicht genug Schuss, um die zu töten. Definitiv nicht. Hier können wir nicht weiter. Nee. Ja, das sah doch schon gut aus. Da unten grabbelt einer. Oh, ich komme am vorbei. Sehr schön. Komm hierher. Zack. Hindernisläufer. Oh, der lebt noch. Der zieht noch Luft. Haha, ausgesperrt. Oder ich eingesperrt. Je nachdem. Wie man es möchte. Raccoon Police Department. So, wir können noch draußen mal rumgucken kurz. Da kommen wir nicht weiter. Weil, ja, irgendwie konnte man auch im zweiten Teil außen am Anfang noch vorbeilaufen, meine ich. Ich bin mir aber nicht so sicher. Und ich weiß auch nicht genau. Ja, hier in den Keller kommt man normalerweise auch irgendwie rein.
Ich glaube, da war eine Voraussetzung, wenn man keinen Zombie attackiert hat oder so, war das damals in Zweier, um Hank auch freizuschalten. Oh, die Stadt der Toten Trophy. Ja, und da sind wir doch in der Demo angekommen, in der One-Shot-Demo, liebe Freunde. Hallo? Ist irgendjemand hier? Geiern wir direkt mal das erste Hilfespiel. Nee, das lassen wir hier stehen. Oder? Ich weiß nicht, ob das nachher verschwindet. Wenn die Zwischensequenz kommt, kommen wir holen's mit. Ja, wir werden ja wohl eine Kiste irgendwo finden. Hier haben wir Inkrippen. Das ist zum Speichern. Hier an der Schreibmaschine quasi. Und das werden wir auch gleich in Gebrauch nehmen. Ah, da haben wir schon eine Kiste. Siehst du, da kann ich nämlich das erste Hilfespray. Ey, habe ich... Deluxe-Waffen wurden hinzugefügt. Ja, ich habe hier nämlich Samurai Edge von Chris Modell und Samurai Edge Chill Modell. Chill mal. Chill mal Modell. So, dann haben wir doch mal die Schildwaffe rausgeholt. Wir haben jetzt zwar keine Muni dafür, aber ich möchte euch auch gerne diese Waffe präsentieren. Und habe ich das erste Hilfespray jetzt reingelegt? Nee, habe ich nicht. Da ich nicht weiß, ob wir den Schlüssel noch brauchen, habe ich den jetzt erstmal reingelegt. Oder wann wir den brauchen, dass er eben keinen Platz wegnimmt in unserem Inventar. Da oben war noch Pistolenmunition in der One-Shot-Demo oben links. Und die gehen wir uns jetzt mal holen, damit wir eben auch ein bisschen was zum Ballern haben, weil jetzt kommt auch gleich schon eine deftige Stelle, finde ich, für den Anfang. Und da können wir die Muni gebrauchen. Definitiv. Da ist sie. Ist immer noch da. Sehr schön. Nachladen. So. Samurai Edge von Chill haben wir ausgewählt, weil Chill eigentlich mein absoluter Lieblingscharakter in Resident Evil ist. Und das war eben auch, weil Teil 1 mein Lieblingsspiel ist, so. Aus der ganzen Reihe. Und ich bin jetzt auf das Remake so gespannt, ob das auch wirklich so geil wird. Oh, kann ich gehen so? Render. Gut, hier ist nix. Dann gehen wir doch mal gucken. Dann schmeißen wir mal den Laptop dort an, dann gucken wir die Zwischensequenz und dann werden wir erstmal speichern, damit dort hinten nichts schief geht. Ja, im ersten Spiel Durchlauf scheiße ich drauf, so wenig wie möglich zu speichern oder so. Ist ja auch nur so eine Resi-Sache, ne? Spiel durchspielen ohne zu speichern und so. Aber, ja, da will ich jetzt erstmal drauf scheißen. Das interessiert mich jetzt nicht. Irgendjemand muss doch hier sein. Nicht gut. David, Marvin, seid ihr da? Es gibt einen Weg raus. Steht hier drin. Verstärkung, Ostkorridor. Sollte den Typ suchen. Ja, das sollten wir tatsächlich machen. Und den Rest... Ah, ne, warte mal. Ich hab... Was hab ich? Achso, die Karte. Ja, die ist hier. Okay, Karte benutzen. Ach komm, geht doch weg. Nicht immer diese ganzen Tutorials. Die könnte man aber auch ausstellen in den Optionen. Aber das machen wir jetzt nicht. Wir können eben nur speichern, wenn wir ein Farbband hier benutzen. Deswegen speichern wir jetzt auch mal mit dem Farbband. Und das verbraucht sich auch. Und wir haben keinen Autosave. Das ist eben das, was wir mit Veteran angemeldet... angewendet haben. Und dann eben nochmal, dass das Spiel nochmal schwerere Gegner hat. Ich bin gespannt, wie sich das... Als wie schwer sich das Ganze entpuppt quasi. So, hatten wir hier noch irgendwo was? Ich kann mich nicht erinnern. Ich glaube nicht. Es kann auch sein, dass wir weniger Muni finden auf diesem Schwierigkeitsgrad. Das kann auch sein, was das Ganze nicht unbedingt einfacher macht. So, dann ziehen wir doch mal hier dran. Ihr wisst ja, immer dort, wo Keep Out steht, da gehen wir rein. Das ist einfach mal so. Ja, wunderschön. Dunkel. Das Gute ist, das Gebiet hier kennen wir. Hier sollte eigentlich noch irgendwo ein Erste-Hilfe-Spray kommen. Ich denke auch, dass man dieses Erste-Hilfe-Spray, dass wir jetzt quasi dieses Erste-Hilfe-Spray quasi aufgespart haben, weil wir draußen nicht getroffen wurden. Das ist halt gut. Wir hätten ja auf dem Weg zum Polizeipräsidium auch noch verletzt werden können, was uns nicht passiert. Ich hoffe, die haben hier keine Überraschung reingebaut und dass es bleibt so ein bisschen so, wie es in der Demo war. Sonst kriege ich wahrscheinlich einen richtigen Anfall. Wenn hier plötzlich was kommt, was vorher nicht war. So, wir müssen eigentlich hier nicht rein, aber wir gehen jetzt mal hier rein, weil hier gab es noch Muni auf jeden Fall. Und da gucken wir mal, ob da auch Muni ist. Dann machen wir mal Licht an. Ja, wer? Licht an? Ja. Der hatte Muni, ne? Genau, der hatte Muni.
Und zwar 10 Schuss, das ist mal schön. So, mal gucken, wie viel hier reinpassen. 15 Schuss! Also da passt mehr rein als in seine, oder? Ich bin mir nicht 100% sicher. So, dann gehen wir mal weiter. Achso, ich muss halten. Okay. Gerade aus Versehen losgelassen, weil die Bildschirm hier, weil das Bildschirm hier weggegangen ist. Ist verschwunden. So, also das können wir alles aus der Demo. Wir müssen eigentlich nicht links lang, ne? Da geht's auf die Toilette, da war aber auch noch Muni, glaube ich. Irgendwas war hier noch. Ich bin mir nicht sicher, ob es Muni war, aber ich meine, nee, ein Erste-Hilfe-Spray. Hier war das Erste-Hilfe-Spray, das andere, jawohl. Sehr gut. Sehr schön. Okay, dann gehen wir nochmal. Die Spinden, da ist nix. Wo sind wir denn jetzt hergekommen? Ah ja, genau. Warte mal, hier. Doch, hier sind wir hergekommen, genau. Und hier geht's weiter. Und da seht ihr schon, die liegen. Das sind die, die gleich, glaube ich, aufstehen. Oh. Oh Gott. Ah ja, hier kann man ja nicht aufmachen. Das hatten wir in der Demo auch nicht rausgefunden, wie man die öffnet. Ja, ich komm schon. Nicht hetzen, hier ist ein Exit hier. Ich würde dem hier gerne schon direkt in den Kopf schießen. Oder ihn mit den Handschellen hier fesseln, damit er nicht aufsteht gleich. Ja, erstmal einen Kaffee trinken und dann kommen wir da zu Hilfe. Viel Muni haben wir nicht. Hilfe! Bitte! Geben Sie mir die Hilfe! Ich hab sie. Jetzt die andere Hand. Ich halte ihn. Mmh. Du Scheiße! Lecker Darmsalat. Dein Tod war nicht unnötig, wird nicht unnötig sein, mein Freund. Notizbuch eines Polizisten. Ja, und da sehen wir diese Symbole. Ne? Aber diesmal sind sie, glaube ich, ein bisschen anders, oder? Ich meine, diesmal sind sie ein bisschen anders. Hier die drei Gottstatuen. Notiz eines Way Out. Über das Parking Dock quasi. Okay. Also schön. Und da hat jede Gottstatue ein eigenes Symbol. Ach so, man muss diese drei Gottstatuen, glaube ich, einstellen. Okay. Das ist diesmal ein bisschen anders als in der Mondstadt-Demo, glaube ich. So, aber das hier dürfte genauso sein. Ja. Okay, diesmal sind wir aber besser rumgegangen. Ich will hier Muni sparen, Leute. Ich muss hier Muni sparen. In diesem Schwierigkeitsmodus. Da kommen jetzt auch irgendwo welche raus. Da. Die sind überall. Da komme ich niemals rum. Hoffentlich kommt jetzt gleich keiner von hinten. Ist die umgefallen? Nein, natürlich kommt da von hinten. Natürlich direkt auf Gefahr. Aber weil mich auch zwei gebissen haben. Oh. Ja, und schon wieder. Alter. Oh, wo muss ich denn lang? Ich sehe nichts mehr. Wow. Hier. Jetzt könnten wir noch hier rein. Da müssten wir aber alle töten. Ja, den hier nämlich. Und da gibt es nochmal neues Zeug. Ich glaube... Ja, super, oder er tötet uns. Ja, und da sehen wir die erste Todesszene, lieben Freunde. Liebe Freunde, wir können jetzt auch fortsetzen. Ne, das geht ja nur mit den letzten Speicherdaten, ne? Speicherdaten, so. Ja, okay, das war ein bisschen Fail. Aber, naja,
Wir werden da in der nächsten Folge von der Stelle nochmal anfangen, wo die Zombies da auf uns zukommen. Ich muss jetzt eben auch noch ein bisschen ausprobieren, wie ich die Zombies hier umlaufen kann. Die laufen ein bisschen anders, die verhalten sich ein bisschen anders wie bei den anderen Resident Evil Teilen, aber dann sollte das eigentlich schon funktionieren. Es geht ja. Und ich laufe dorthin und dann starten wir die nächste Folge. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag, hoffe ihr seid dabei und gruselt euch freilich mit, weiterhin mit Resident Evil 2 und eurem Spooky VF. Bis dahin, vielen Dank fürs Zuschauen. Bye, bye, bye. I need an angel.